Und raus damit mit dem Brocken. Und es läuft schon wieder. Kannst ja nicht ausdenken. Gerade rein ins Game. Und da heißt es schon wieder: warmes Wasser am Kupfersee. Ja, aber läuft doch. Warmes Wasser am Kupfersee? Kein Problem, oder? Zack, zack, zack. Mal eben zum nächstbesten Spot. Und dann geht das direkt los hier. Oh, na, gar nicht schlecht. Bisher noch nichts Besonderes, aber in 4 Minuten eine krasse Frequenz. Kann man mal machen. Und dabei teste ich gerade noch, zack, der nächste. Und dabei teste ich sogar gerade noch verschiedene Aromen. Also grob eine Aromatik, aber in verschiedenen Versionen sozusagen. Ja, kann man machen. Frequenz ist auf jeden Fall da. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und dann sind wir auch noch in der Nacht. Kommt ja auch noch dazu. Sensationell also. Zack, Spiegel, Spiegel, Spiegel. Na, also ich muss sagen, ich bin schon ganz zufrieden, so wie das gerade läuft. Kann auch gerne so weitergehen und vielleicht oder wahrscheinlich sogar werde ich gleich nochmal die Köder vergrößern. Also weniger Frequenz, weil bei der Frequenz, das ist ja schon, also damit kann man schön auf Masse gehen, klar, warum auch nicht. Aber bei der Frequenz kann man doch auch mal schön getrost auf die dicken Dingers gehen und dann mal hoffen, dass man hier am Kupfersee eine weitere Trophy noch abhakt. Spiegelkarpfen hatte ich ja zuletzt. Also es sind zwar sehr, sehr viele Spiegelkarpfen auch hier. Vielleicht geht noch gleich irgendwas in Richtung Koi. Wäre natürlich sehr schön. Schuppenkarpfen fehlt mir natürlich noch. Lederkarpfen fehlt noch. Also die beiden, die müssen ja auf jeden Fall irgendwann noch mal rein. Wobei ja auch der Lederkarpfen hier schon ein bisschen tricky wird. Aber irgendwann, irgendwann werden sie reingehen. Ja, ich bin hier mit Ananas. Ist das ananasig? Und es geht jedwede Ananas. Also es geht jede Ananas-Version gerade. Sowohl einfach nur Ananas, als auch Ex, alle drei gleichzeitig. Was geht ab? Was geht ab? Kupfersee ist einfach tot. Ja? Immer. Immer. Einfach tot, das Gewässer, ey. Katastrophe. So, warte mal. Ja, ich ziehe die mal eben raus und dann würde ich sagen, gucken wir mal genau hier rein, wo wir sind, wie wir sind, was wir sind. Beziehungsweise wir nehmen mal hier schon mal eben das eine PVA runter. Ich will mal nicht so ganz überfüttern hier die Stelle. Andererseits ballert hier auch ständig, auch mit viel Futter, immer noch was rein, ne? So, zack, 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 zack. Raus damit. Na, die in der Mitte hat wieder aufgehört. Auch wieder Spiel. So. Also, was haben wir denn hier? Wir haben Ananasse. In verschiedensten Variationen. Ziehen wir nochmal eben hier stramm. So. Und wir sind... Oh ne, der ist jetzt gerade ganz verschoben. Und wir sind hier unten am Kupfersee. Koordinaten 43, 34. Und das ist hier ganz unten auf der Map. Warum da unten? Es ist warm. Es ist warm. Wassertemperatur warm. Und weil das so ist, weil es warm ist, gehen wir lieber ins Tiefe. Damit er nicht zu warm ist für den Fisch. Also, ist vielleicht ein bisschen warm für ihn, kann er lieber schön ab in die Tiefe gehen. Also, 15 Meter weit rausgeballert das Ganze. Was hatten wir gesagt? Das sind ungefähr 11, 11,5. Also landen wir grob hier so in der Area, in dem Bereich hier oben, würde ich sagen. Und ja, passt schon. 15 Meter weit raus. An der Stelle komplett auf Ananas. Natürlich auch mit einem passenden PVA direkt reingeballert. Aber, oh, ich habe sogar noch ein zweites PVA gemacht und noch gar nicht getestet. Hm. Ja, teste ich aber später auf jeden Fall nochmal. Denn ich habe nochmal ein anderes PVA mit einer anderen Basis gemacht.
Hier ist jetzt drauf auf der ersten Rute. Zack, also erste Rute. Ich bin hier ganz normal mit der Fiederrute wieder unterwegs. 27 Kilo Vorfach. Ich bin relativ dick hier unterwegs. Passt aber auch immer noch ganz gut. Also mit 32 Kilo Hauptschnur, 27er Vorfächern, das passt ganz gut. Einser Haken muss auch einfach reichen, das geht schon. Wenn ich dann auf die ganz Großen gehe, ich hatte auch schon mal 1-0er Haken drauf, funktioniert auch. Also man kann auch hier komplett übertreiben. Und neutrale Pellets, die auf allen drei Routen, neutrale Pellets, also sinkende klassische Haarmontage, neutrale Pellets und dann sinkend würzige Ananas, Ananas-Dip. Futtermische gucken wir gleich rein. Hier ist es dann ganz normale Ananas, auch als 15, relativ klein hier erstmal noch zum Testen. Auch hier wieder neutral und 15er Ananas normal, ohne irgendeinen Zusatz sozusagen. Und die dritte Version ist die tropische Ananas. Auch Neutralpellet, tropische Ananas und Ananas. Ist das ananasig? Hammer. Komplette Ananasigkeit. Und auch hier gehen beide wieder. Also ich muss sagen, links und rechts tropisch und exotisch, beziehungsweise würzig und tropisch, klappt besser als normal. Normal ist, glaube ich, okay. Aber die beiden, die liefern schon mehr. Eine Möglichkeit, die ich beim letzten Mal schon verwendet habe, als das lief mit tropisch und exotisch, und ich würde sagen, das bauen wir gleich in der Mitte einfach mal um, ist Snowman Rig. Denn das Snowman Rig können wir für beides verwenden. Wir können die würzige machen und wir können die tropische Ananas drauf machen. Und das ist natürlich nicht so schlecht. Ja, Spiegelkarpfen ohne Ende, ne? Spiegel ohne Ende, aber wo so viel Spiegel sind, da ist doch bestimmt auch noch irgendjemand, der reinguckt. Also, da werden wir doch irgendwo noch einen schicken Koi finden. So. Dann bauen wir mal eben um hier auf Snowman Rig und dann gehen wir nochmal auf die Futtermische ein. Und dann haben wir's. Snowman Rig, sinkender Boilie. Gehen wir nochmal, nee, nix Pineapple, auf Ananas. Genau, tropische Ananas 15. Dann haben wir hier die, nee, anders gebaut. Wie war das? Doch, sinkend und so. Wir müssen hier anfangen, oben mit der würzigen, genau. Würzig, weil das gibt es als sinkend und Pop-Up gibt es als, genau, machen wir auch 15, als tropisch. Und dann haben wir nämlich beide Ananas-Versionen. Und dann kann, und hier geht es schon wieder weiter, Alter. Und das in der Nacht, Alter. Das ist krass. Und dann raus damit. Also beide Ananas-Versionen. Zack. Und der nächste. Ja, werden sie größer. Gerade der mit knapp 10 Kilo. Hat er auch schon ein bisschen Bock. Also, soweit schon mal nicht verkehrt. Allerdings bisher noch nicht ein Koi, sondern hauptsächlich Spiegelkarpfen hier. Das ist krass. Aber für blind getestet und sofort erfolgreich ist das gar nicht so schlecht. Ich lasse es so hier. Ich lasse das erstmal so, wie es ist. Zack, raus. Jetzt sieht man natürlich gerade nicht, aber es wird gleich hell. Ich wollte gerade sagen, wo ich hinwerfe genau. Und man sieht so ein bisschen den Baum da hinten. Gucken wir nochmal eben in der Zwischenzeit in die zwei Futtermischen rein. Einmal die Pineapple-Futtermische, die ich schon beim letzten Mal hatte, als Ananas gut lief. Die ist auf Sonnenblumenkernbasis mit Ananas-Ananas-Feed-Pellets. Dann hier Crushed Boilies, und zwar Ananas 12 Pop-Up und würzige Ananas, also die beiden Kombinationen drin. Und natürlich mit Ananas-Aroma. Also komplett auf Ananas, ist ja klar. Dann war aber meine Überlegung, dass man vielleicht bei diesen asiatischen Karpfenarten, und man sagt ja bei den Amuren auch, asiatische Karpfenart, dass man bei diesen Amuren hat man ja zum Beispiel Hanf als Basis. Und deswegen habe ich mir nochmal eine Hanfmische gemacht. Und zwar eine Magic Hemp Pineapple Mische. Da muss ich auf jeden Fall auch gleich nochmal eben reingucken. Und die werde ich auf jeden Fall nochmal testen. Einfach nochmal ein bisschen andere Zusammensetzung. Andere Basis.
Und eben komplett eben auch, ja, guck mal hier, schön auf die beiden Exoten gegangen, auch sofort Biss drauf. Ich muss die jetzt mal runternehmen, die Futtermische. Hier schon einiges drauf an Mische. Also, das läuft schon mal richtig, richtig gut. Sofort von Anfang an. Das war schon ein gutes Zeichen. Ausgeworfen. Ich hatte die dritte Rute nicht mal draußen. Da war auf der ersten schon der Biss. Das ist schon immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und weiter geht's hier. Hammerhart, Alter. Das ist meine Top-Frequenz. Bei warmem Wetter. Am Kupfer. Auch wenn es bisher nur Spiegel sind. Aber das kann man immer noch variieren, ne? Und es geht weiter. Krass. Und es geht einfach weiter. Ja, das ist natürlich richtig nice. Kann ich nicht. Ich ziehe den nochmal eben raus und dann gucken wir schnell in die letzte Futtermische rein. Und ich glaube, dann haben wir hier alles, ne? Gleich nochmal schnell alles durchgehen. 15 Minuten. Alter Falter, ey. Pro Minute ein Fisch und das in der Nacht. Das ist top. Das ist richtig gut. Da kann man mal richtig schön Gewichtmassen machen hier. Richtig schön auf Masse gehen. So. Komm, raus. Zack, auch wieder aufs Spiel. Jetzt aber schnell auswerfen. Man sieht genau, wo ich hinwerfe, glaube ich jetzt. Genau. Also wieder hier in die Reflexion von diesem Baum. Zap, zap, zarab. Geradeaus runter. Und wir landen, ja, genau hier in diesen Verlängerung sozusagen. Hier in diesem Bereich auf die 15 Meter. Und bevor ich jetzt, Alter, das geht schon wieder von allen Seiten. Ja, Mensch. Man kommt ja hierzu nicht. Okay. Irgendwas Lüdes. F1. Okay, gar nicht so klein. Ein F1 ist auch mit dabei. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Also läuft. Läuft, läuft, läuft. Sehr schön. Sehr schön. Ja, wie in den anderen Videos auch schon ein paar Mal gesagt, ne? Also es scheint tatsächlich so zu funktionieren. Warm eher tief. Kalt eher flach. Da kann man schon mal ganz gut sich nachrichten. Und hier einfach nochmal wieder Bestätigung. Ich war vorher auch schon an zwei anderen Spots. War hier vorne, habe schon getestet, im flachen Bereich auf 8 Meter Katastrophe. War hier in dem Bereich, im flachen Bereich auch Katastrophe. Also weiter raus und tiefer rein, wenn es warm ist, damit es dem Fisch nicht zu heiß wird. Jetzt aber schnell. Ananas, wo ist sie? Nee, sie hieß Magic. Magic Hanf Pineapple. Alter, denn wir haben hier Hanf drin. Hanf als Basis. Ananas crushed. Also normale Boilies. Komplett. Crushed Ananas, crushed Tropical Ananas, crushed würzige Ananas. Immer die kleinsten, weil das sind die billigsten. Also der Preis ist gleich, aber man kriegt immer mehr und wir verbrauchen ja 30 Stück beim Crushen. Dementsprechend immer die billigsten kaufen. Reicht auch, macht keinen Unterschied. Nach dem Crushen sind die Partikel genau gleich groß. Ob du einen 5er Boilie nimmst oder einen 30er Boilies, kein Unterschied. Magic Hanf mit drin. Wir haben Hanfbasis, also machen wir auch nochmal Magic magischen Hanf als Feed Pellets mit rein. Alles auf Ananas. Und das teste ich dann in der nächsten Runde hier an der Stelle. Jawohl. Und es geht weiter und es hört einfach nicht auf. Ja, sensationell. Cash-mäßig wird das auch sehr, sehr gut sein. Das passt schon, gerade so für 15 Minuten, wenn man mal eine Stunde durchmacht. Schmeckt das natürlich auch richtig gut. Jetzt hoffe ich natürlich, dass hier nebenbei noch was Großes reingeht, beziehungsweise auch noch was Seltenes. Wäre natürlich nicht verkehrt. Ja, der hat schon ein bisschen Bock. Aber ist wahrscheinlich auch einfach wieder nur ein Spiegler, ne? Bei der Masse hier an Spiegelkarpfen. Immerhin einer, der nochmal so ein bisschen mehr in die Bremse geht. Ja, ganz normaler Spiegler. Ja, jetzt heißt es hier, wie gesagt, auf die Art einfach nochmal in dem tiefen Bereich weiter testen. Aber vielleicht auch nochmal ein paar Meter weiter links, bisschen weiter rechts. Also gucken, vielleicht haben wir einfach ein paar Meter weiter links und rechts mehr Kois. Und dann passt das doch. So viel dazu. Krasser Spiegelspot, muss ich sagen. Aber einfach auch so ein ganz krasser Spot mit super hoher Frequenz. Also Cash machen an dem Spot, Silber machen, Prozente machen vor allem an dem Spot. Für sowas ist das natürlich immer genau richtig.
Es piept schon wieder weiter. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Gefällt mir mega, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream jeden Tag ab 19 Uhr. Petri.